So, wir sind da momentan gerade im Fischotter-Gehege. Drinnen haben wir einen Fischotter, das ist ein Männchen. Er heisst Diolo, ist momentan 9-jährig, also ist 2011 auf die Welt gekommen. Und momentan ist er da gerade in der Anlage irgendwo. Sehen wir ihn jetzt aber gerade leider nicht. Ah doch, dort hinten ist er. Also der Fischotter jagt eigentlich in dem, dass er eine Höhle baut. Das sehen wir eigentlich immer ganz gut, weil es gibt an der Oberfläche ein Loch und unten innen ist ein Wasser. Da kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass das ein Fischotter gebaut hat, weil er hat oben eigentlich ein Loch zum Lufthalle und unter Wasser hat er auch nochmal ein Loch, wo er auf die Fische lauert. Also der wartet wirklich, bis der Fisch vor dem Loch vorbeischwimmt und schießt wie ein Düsenjäger aus dem Loch raus und versucht den Fisch dann zu fangen. Aber natürlich versteckt er sich, weil die Fische wissen, was sie machen müssen, weil der Fischotter ist auch der Lungenatmer und hat keine Kiemen. Und die Fische wissen dann genau, wenn der Wasserdruck zu hoch wird, wenn sie runtertauchen, dann mag ich ihnen nicht mehr hinterher jagen. Also der Fischotter hat nicht nur die Höhlen, wo er auch seine Jagdstrategie hat, sondern er hat auch eigentlich seine ganze Körperform als Strategie. Weil wenn man Fischotter sieht, sieht man, dass die Nase, die Augen und die Ohren eigentlich auf einer Linie sind. Und das braucht er, dass im Wasser so wenig Widerstand wie möglich ergibt. Er hat noch was sehr Spezielles für das Tier. Er hat pro Quadratzentimeter 60'000 Haare. Das ist etwa, was ein ganzer Mensch am Körper hat, pro Quadratzentimeter. Im Gesamt hat er etwa 80 Millionen Haare, die ihn vom Wasser schützen. Also die Haare muss man sich vorstellen wie ein Reissverschluss. Die verankern sich ineinander und dann eigentlich die Luft eigentlich heben, dass sie nicht ausdringt aus dem Fell. Also man kann sich das vorstellen, wie das er in einem Seifenblätter ist. Also der Fischotter sehen wir eigentlich so selten da, weil er dämmerungs- und nachtaktiv ist. Das heisst, er ist am Tag eigentlich die ganze Zeit am Schlafen. Man sieht ihn eigentlich am besten, wenn man zu seiner Schlafbox geht und dort mal einen Blick hineinwirft. Also der Fischotter ist ein Einzelgänger, das heißt, er trifft sich eigentlich mit keinem anderen Fischotter, außer in den Paarungszeiten. Also Fischotter hat einen Lebensraum von 40 Quadratkilometern. Das ist ein sehr grosser Lebensraum. Es kann aber auch durchaus sein, dass sich einmal zwei Gebiete, also zwei Fischotter, den gleichen Lebensraum teilen, dass er sich überschneiden tut, weil es schon sehr gross ist. Also der Fischotter lebt eigentlich an allen Wasserquellen, die klar sind, gut bepflanzt sind. Das heisst Gestrüpp, wo man sich drinnen verstecken kann und sehr fischereich sind. Sie können auch sogar im Meer vorkommen, zum Teil, wenn die Bedingungen dementsprechend sind. Also in der freien Natur ist seine Lebenserwartung etwa zwischen 10 und 13 Jahre. In Gefangenschaft kann es aber auch sein, dass sie bis zu 22 Jahre alt werden können. Also der Fischotter ist heute vom Aussterben bedroht. Also er ist lang gejagt worden im Mittelalter. Er hat auch einen sehr schlechten Ruf gehabt. Wir haben ihm nachher gesagt, dass er Schaf demordet oder Hund unter Wasser zieht. Es ist auch ein bisschen von der Angst der Leute gekommen, dass er eben so ein gefürchteter Mörder war, dass wir ihn gejagt haben. Und auch im 19. und 20. Jahrhundert haben wir ihn wegen seinem schönen Pelz gejagt noch. Heute kämpft der Fischotter noch vor allem mit den Zersiedlungen, die die Menschen verursachen, auch wie Strassen, die überall gebaut werden. Und auch durch die Zuschüttung von kleinen Flüssen oder Bächen. Es ist auch, weil Fischotter ein grosses Revier von 40 Quadratkilometern hat, ist es heute auch sehr schwierig, wirklich nur noch ein Land zu haben für einen Fischotter.